rund um Kirchturm geflogen. Hier um Rimmels? Ja, das haben viele Jungs noch wie später erzählt, da haben wir alles gesehen. Ja. Und ja, und dann ab nach Jöbede. Jöbede. Denn hier war ja keine Möglichkeit. Hm. Und da war der Boden frei unten, das konnten Sie sehen. Ja, die kanadischen Panzer standen auf den beiden Brücken. Eine, die nach der Autobahn fährt und eine, die nach Wesselstede. Ja. Da waren ja zwei Brücken. Hm. Da standen die Panzer drauf, das konnte ich ja sehen. Ja. Ja, und dann habe ich mir da eine Wiese gesucht, wenn man so will. Wie hoch waren Sie da noch? So von der Flughöhe? Auch ganz tief. Ganz tief. Ich musste ja immer eine Flakfeuer rücken. Hm. Also war das eine ganz spontane Entscheidung, dass ja, Sie gesagt haben, jetzt ich musste ja runter. Ja. Sprit hatte ich nicht mehr viel. Hm. Dann haben Sie die Landeklappen ausgefahren? Ja. Gas weggenommen? Ja. Und was passierte dann? Fahrwerk drin gelassen. Fahrwerk drin gelassen? Ja. Und haben Sie das Flugzeug aushungern lassen oder was haben Sie gemacht? Ja, und dann auf 10 Meter Höhe durchfallen lassen. Und da riss die Strömung ab und das Flugzeug fiel runter? Das, ja. Weil vorher auf dem Wall waren ganz dicke Eichen. Da wollte ich nicht rein. Ne? Nee. Und da, die Dorfbewohner da, die haben keine 100 Meter davon in einem Erdbunker gesessen. Die haben es alle beobachtet. Ja, die haben das gesehen? Ja. Mhm. Tja. Und dann sind Sie durchgefallen, berührten den Boden. Ja. Und was ist mit Ihnen passiert? Ja, ich war weg. War betäubt. Kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich bin mit dem Kopf ins Land geschlagen. Ich hatte eine rechte Kopfhälfte, ganz voll Dreck. Ja. Dadurch, dass die Kabine auffahren, ne? Ja, ist das, die Tragflächen sind ja abgerissen, ne? Ja. Und dann dreht er sich da Rumpf wahrscheinlich. Ja, der dreht sich ja, ist ja oval. Ja. Der Kranz konnte sich ja nicht mehr halten. Nee. Und dann ist das quasi, sind Sie quasi so seitlich auf den Boden lang geschlittert. Ja, genau. Und mit dem Kopf quasi. Ja, so ist es wohl gewesen. Ja. Und dann sind Sie. Und wie ich aufwachte, brannte die Kiste. Sie waren aber noch hinterm Steuerknüppel. Ja. Und jetzt sind Sie wach geworden. Was passierte da plötzlich? Aber Ihnen? Schnell raus. Ja. Waren Sie noch angeschnallt? Ja, sicher, ne? Ja, natürlich. Fallschirm hatten Sie noch um? Ja. Alles. Schnell raus. Fallschirm abgeschmissen und ab. Den Fallschirm haben später zwei Mädchen von der Frau, die mich mit rübergenommen hat hier, ja. Hat mich die Frau mit rübergenommen, hier nach Remes her. Die hat sie da? Bei den polnischen Panzern vorbei. Ja. Ich musste jemanden haben, der sagt, wer ich bin. Ne? Kann ich zwischendurch mal erwähnen. Ich hatte zu der Frau gesagt,